Hi Leute, wir sind wieder bei Marvel Now X-Factor angekommen. Diesmal habe ich dabei Wolverine und die X-Men Band Nummer 2. Ich hatte ja gesagt, der letzte Band endete mit einem Cliffhanger, aber dieser Cliffhanger wird nicht direkt wieder aufgenommen. Und zwar endete der letzte Band ja damit, dass Prue aus seinem Koma erwacht und Heidi angriff. Ja, da geht es aber hier nicht weiter, sondern wir finden uns Logan und einige seiner störenden Schüler und seiner Neuankömmlinge, die halt eben als die Problemkinder der Schule zählen, die finden wir im Wilden Land wieder. Logan hat diese mitgenommen, um mit ihnen ein Überlebenstraining zu machen und ja, damit sie auch das Teamwork lernen. Darunter sind auch Heidi und Brew, also wissen wir, es ist schon mal soweit alles wieder in Ordnung. Mehr oder weniger, denn Brew ist hier eben vollkommen degeneriert. Er ist eigentlich nur ein Tier und fühlt eigentlich nur Zuneigung noch zu Heidi und würde sonst auch wohl jeden angreifen, wenn Heidi nicht in der Nähe wäre. Ja, hier nun angekommen, ja, sorgt Logan gleich für Probleme. Er greift einen Dinosaurier an, haut dann ab und überlässt die Schüler sich selbst. Und die Schüler sollen nun eigentlich Logan wiederfinden, denn er ist der Einzige, der weiß, wo der Blackbird landen wird und sie abholen wird. Ja, so tun sich nun unsere jungen Helden nun zusammen, kämpfen gegen den Dinosaurier. Ja, aber ja, dann will keiner irgendwie das Kommando übernehmen. Alle wollen ihr eigenes Ding machen, sie streiten. Und dann will Quentin das Kommando übernehmen. Dann haben wir eine schöne Rückblende zurück in das Flugzeug. Und ja, wir merken, dass eben Logan ihn genau dazu auch ja, angewiesen hat. Logan hält hohe Stücke mittlerweile auf Quentin, das merkt man immer wieder. Und hat ihm gesagt, ja, du bist, ja, da müssen wir wieder ein bisschen ausholen, und zwar an Avengers vs. X-Men. Nämlich in einer der Wolverine- und X-Men-Ausgaben dort hat sich Quentin Quire nämlich mit Charles Xavier noch vor seinem Tod angelegt. Und Charles hat dann einfach mal ganz kurzerhand bei allen Schülern der Schule einfach mal per Telepathie eine Ansage gemacht. Schulsprecherwahlen finden statt. Quentin Quire ist aufgestellt, wählt ihn, er hat meine volle Unterstützung und wollte ihn damit eigentlich so richtig bedrängen. Logan findet diese Idee natürlich gut und die Wahl hat auch stattgefunden mittlerweile und es steht unentschieden, bis auf eine Stimme, die nicht abgegeben wurde, Logans. Und Logan wählt nun während des Flugs, gibt er seine Stimme ab und damit ist Quentin Quire Schulsprecher. Er möchte ihm damit klar machen, er soll Verantwortung übernehmen, er ist zu was Großem bestimmt. Aber die anderen, ja, gucken ihn nur blöde jetzt an, wo er Befehle gibt. Und er gibt gute Befehle, aber sie hauen alle ab. Ja, während Logan aber allein in den Wald streift, trifft er auf einen, ja, alten Bekannten. Und zwar auf seinen Bruder Doc. Und damit hat Doc eigentlich seit Marvel Origin das erste Mal einen Auftritt in einem Marvel-Comic, soweit ich es weiß. Dieser greift nun Logan an. Wir erfahren, wie es mit ihm nach Origins weiterging. Er hat nämlich in einer Höhle Steine gefunden, Diamanten, mit denen man durch die Zeit springen kann. Und so ist er durch die ganze Zeitgeschichte gesprungen, hat aus der Zukunft Waffen mitgebracht und kämpft nun mit Logan, besiegt Logan und möchte sich dann die Schüler vornehmen. Er möchte aber die Schüler nicht töten, sondern er möchte sie lehren. Er möchte sie das lehren, was ihn sein Vater gelehrt hat, nur war das nicht besonders viel. Und so holt er aus der Vergangenheit erstmal ein paar Cowboys und ein paar Urmenschen und aus der Zukunft holt er eine Armee von Robotern und denen gegenüber sollen sich nun die jungen X-Men, die Schüler, wehren, verteidigen und das ohne ihre Mutantenkräfte einzusetzen. Ja, es ist eine sehr interessante Story, die auch wieder sehr viel Gefühl aufbaut. Wir haben immer wieder diese kleinen Rückblenden zu dem Flug hin ins Wilde Land, wo wir halt erfahren, wie Logan sich eben jedem einzelnen Schüler gewidmet hat, ihnen allen was mit auf den Weg gegeben hat, woraus sie eben auch für die Zukunft etwas lernen können. Ja, abgesehen von diesem wilden Landabenteuer haben wir dann noch eine Geschichte, die danach noch etwas spielt und die dann auch ein bisschen, ja, Blende in die Zukunft macht, in die weit entfernte Zukunft, etwa 20 Jahre später. Logan ist immer noch Schulleiter. Die Schule hat sehr viel, ja, sehr viele Schüler. Die X-Men sind eine weltweit operierende Organisation, viele interessante Einblicke.
Nur zweifelt dieser alte Logan eben daran, ob er damals alles richtig gemacht hat. Naja, auch eine recht gute Story. Also dieser Band macht wieder richtig Spaß. Jason Aaron hat auch wieder sehr viel Witz hier reingebracht, weswegen mir das auch wieder richtig Spaß macht. Also überhaupt, Jason Aaron hat generell an Wolverine die X-Men Top-Arbeit geleistet, weil er wirklich auch ein sehr gutes Maß zwischen Action, Gefühl, was mir ja auch immer sehr wichtig ist, aber auch Humor hat. Und das kommt hier drin auch wieder sehr gut zur Geltung. Und es wird eben ein loser Faden aus der Vergangenheit eben mit Doc aufgegriffen. Ach ja, des Weiteren wird auch die Sache, der Plan des Hellfire Clubs immer weiter vorangetrieben. Der Hellfire Club kriegt hier dann auch zwei Schüler der Mutantenschule, also der Jean Grey Schule, unter ihre Fittiche sozusagen. Damit werden wir uns dann aber in einem der folgenden Bände erst beschäftigen. Also alles im Ganzen ein super, solider, guter Band, der richtig Spaß macht, und er kriegt auch wieder von mir 8 Punkte. Ja, das ist Wolverine X-Men Sonderband 2 und wir sehen uns.